Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück in Kingdom Come Deliverance. Dann wollen wir noch mal gucken. Sieht ja alles höchst interessant aus hier. Erstmal umschauen, das ist immer wichtig. Wer bist du denn? Gott sei mit dir. Oh. Wie behagt dir das Leben in Ratai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Tja. Ich würde dir etwas geben, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen darf ich nicht. Was haben wir hier? Kann ich da reingehen, ohne dass ich einen auf den Keks kriege? Offensichtlich. Schön. Oh. Das sieht aber alles lecker aus. Nee, ich will nicht stehlen. Danke. Vielleicht möchte ich doch stehlen, aber dann müsstet ihr beide erstmal gehen. Gegenmittel. Rote... Oh. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ja, lass uns mal gucken, was du so hast. So, kaufen Apfel. Auch ein Toast. Okay, Axt, billige Weine. Braune Steppjacke. Okay. Gegenmittel Forelle. Ja, schön Honig. Knoblauch, Kohl. Oh ja. Oh ja, davon kann man eigentlich nicht genug haben, ne? Aber der ist halt auch so teuer. Ich dann noch so abzugeben. Meine Schuhe kriegst du nicht. Nee, das will ich eigentlich auch nicht abgeben. Nee, meine Pilze sollst du auch nicht haben. Wie ist denn hier? Guck mal. Jagdhandschuhe. Weißt du was? Die kannst du meinetwegen haben. Die kannst du haben. Und was haben wir hier noch so? Wieso ist der eigentlich nicht da drin? Ringelblumenaufguss. Nee, das Schild kriegst du auch nicht. Verband auch nicht. Gut, dann überprüfen wir mal den Warenkorb. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Weil du ein gieriger Bastard bist vielleicht? Ja. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Dann machst du einfach. Ja, das sollte passen. Na bitteschön. Immer schön mit den Leuten falschen. Dann kriegt man auch eine Mark. So. Was ist das hier? Schlossknacken leicht. Schlossknacken leicht. Aha. Sehr interessant, sehr interessant. Wow, 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 wow. Ich habe ihn übrigens gerade nicht gehauen. Das ist einfach nur, wenn ich gehe, schlagert der mit seinen Armen so rum. Das sah nur gerade so aus. Guck. Ja, bist du ganz ein Feiner. So, was haben wir denn hier so? Irgendwas, was aus Versehen in meine Tasche wandern könnte? Nein. Was ist denn jetzt? Chill doch mal. Ein unentspannter Hund sondergleichen. Hier. Ah, Hühner. Eine ganze Menge Bettler. Ich hab mich verlaufen. Kann ich mich hier aus dem Topf essen?
Warum kriege ich einen Ladescreen, nur weil ich aus dem Topf gegessen habe? Oh. Das Haus abgefackelt hat. Ja, nee, lass mal. Ich kann euch ja eh nichts geben, also insofern... Ach, guck mal. Da bin ich ja direkt eigentlich ganz gut gelaufen. So, was ist hier drin? Aha. Ich frag mal lieber nicht, warum ihr hier ein Schweinchen in der dunklen Kammer habt. Was ihr in eurer Freizeit treibt, Jungs, das sei mal euch überlassen. Wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ja. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Ja, na Mensch, dann kann ich da ja jetzt hochgehen, ne? Ohne dass mir einer von euch den Schädel spaltet. Ja, geh mal beiseite da, du Hampelmann. Schloss knacken schwer. Hier sollte ich nicht drin sein. Öffnen. Okay. Hey, wer ist da? Mich verlaufen oder was? Ich sollte doch eigentlich. Oder ist das noch ein Stockwerk höher? Bestimmt nur ein Tier. Ja, bestimmt nur ein Tier. Machen Sie sich bitte keinen Kopf. Wuff, wuff. Aha. Hallo, Herr Ratzig. Klopf, klopf. Ich bin's, der Mann zum Strom ablesen. So. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Rattay genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden, aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie.
Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter, sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Rathai. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, schön. Jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle! Überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. Ja, all schon. Das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität. Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr... Ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht.
Verlass dich darauf, Herr. Na, großartig. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht, Herr. Ja, das lief doch eigentlich ganz gut. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, ist klar. Cool, cool. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Mal gucken, vielleicht hat er ja auch Bianca dabei. So. Da hinten sollen wir hin. Was passiert eigentlich, wenn ich dich jetzt einfach umrenne? Pass etwas besser auf. Mit einem armen Tropf. Siegesmund und seine Brut haben mir alles Nichts genommen. Passiert dann. Okay. Gut, so langsam aber sicher möchte er schlafen. Lässt sich ja in Zukunft mal einrichten. Nee. Dem kläffenden Hund laufe ich nicht vorbei. So, wo muss ich denn hier hin? Hallo Hühnchen. Kann ich die Axt da vielleicht? Nein? Na gut. Ich wollte nur kurz mal klebrige Finger kriegen, aber. Was gibt's hier? Aha. So. Eine Schenke. Da kommen wir doch später mit Sicherheit auch nochmal hin. Was ist hier? Oh, so viel zu entdecken. Kirche? Schön. Schießstand. Guten Tag, die Damen. So. Haben wir hier Schnellreiseort entdeckt? Na Mensch. Ein Misthaufen, ein paar Hühnchen. Schön. Und ein Brunnen. Nun gut. Alter Schwede, ist das hier alles weitläufig, ey. Bis ich mich hier mal umgeguckt habe, sind das ja allein schon 3 Folgen. Aber schön gemacht. Kampfplatz, na bitte. So. Und nu? Nu bin ich am... Questlog. Dip. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Ja, das, würde ich ja wirklich gerne, aber der ist nicht hier. Das macht das Gespräch ein wenig einseitig. Egal, dann gucke ich mich erstmal weiter um. Was haben wir hier? Getränke, an denen ich mich nicht bedienen kann. Stehlen? Sowas würde ich doch nicht tun. Außer vielleicht ein bisschen. Die bringt's ja auch echt nicht, ne? Lass mir erstmal da. Kann ich mir im Zweifel immer noch holen. Dafür lohnt es sich jetzt nicht zu stehlen. Was ist das hier? Bauernhöfe? Hühnchen? Entschuldigt, wenn ich hier so ein bisschen planlos durch die Gegend renne, aber es gibt hier so viel zu entdecken, dass ich einfach... Da ist man schnell mal versucht, so ein bisschen vom Wege abzukommen. Oh, Schafe. Okay, wir haben hier offensichtlich Bauernhöfe.
Mit Schafen. Schafe! 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 Schön, schön. Ein Platz zum Schlafen wäre jetzt Gold wert. Aber ich würde sagen, schlafen machen wir dann in der nächsten Folge. Bist du auch so ein Bello, der mich anknurrt? War ja klar. Dann ist das Hauptmann Bernhard, der da gerade kommt. Na wunderbar. Dann wissen wir direkt, was wir nächste Folge machen. Ne? Bernhard? Alles klar. Wunderbar, dann beenden wir die Folge doch mit dem Blick auf diese wunderschöne Burg. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im nächsten Video wieder. Und bis dahin, reingehauen, auf Wiederschauen und immer schön flätig bleiben.